Stell dir vor, es ist kurz vor Weihnachten im Jahr 1918 und du arbeitest als Grafiker. Du hast die Aufgabe, ein Plakat für die Wahlen im Januar zu entwerfen. Das Plakat soll Frauen dazu bewegen, an der Wahl teilzunehmen. Deine Kollegen haben ihre Plakate bereits fertig. Wie würdest du dein Plakat gestalten? Dass Frauen wählen dürfen, war nicht immer selbstverständlich. In vielen Ländern dürfen Frauen das sehr lange nicht. In Deutschland ändert sich dies mit der Revolution. Frauen wird ein den Männern gleichwertiges Wahlrecht zugesprochen. Das heißt, Frauen dürfen nicht nur wählen, sie können nun auch selbst als Volksvertreterinnen gewählt werden. Aber wollen die Frauen von damals das Wahlrecht? Ja, natürlich! Schon seit Mitte des vorherigen Jahrhunderts haben sich viele Frauen in Deutschland in mehreren Frauenbewegungen zusammengetan, um für ihre Rechte zu kämpfen. Es ist also nicht verwunderlich, dass 1919 über 80% der wahlberechtigten Frauen ihre Stimme abgeben oder sich sogar selbst zur Wahl stellen lassen. Und nach den Wahlen sind 37 weibliche Abgeordnete für 6 verschiedene Parteien im neuen Parlament vertreten. Um die Frauen vom Gang zur Wahlurne zu überzeugen, werden verschiedene Wahlplakate mit unterschiedlichen Motiven und Begründungen entworfen. Sich diese Plakate anzuschauen und zu vergleichen, ist für uns heute sehr aufschlussreich. Denn so können wir direkt anhand der Quelle etwas über gesellschaftliche Vorstellungen und Entwicklungen der damaligen Zeit erfahren. Auf diesem Plakat, herausgegeben vom Rat der Volksbeauftragten, werden Frauen aufgefordert, aus der Finsternis herauszutreten, in die sie ohne Wahlrecht noch gedrängt wurden. Mit einer Frau in kämpferischer Pose soll das Plakat Frauen davon überzeugen, ihre Stimme für Freiheit, Ordnung und eine sozialistische Republik einzusetzen. Hier steht die Frau als Wählerin mit ihren eigenen politischen Interessen im Mittelpunkt. Dieses zweite Plakat rückt dagegen die Frau in ihrer Rolle als Mutter ins Zentrum, die sich um die Zukunft ihrer Kinder kümmert. Frauen sollen wählen, so argumentiert das Plakat, um im Namen ihrer Kinder für Frieden und Brot zu sorgen. Das Plakat vertritt also ein eher konservatives Frauenbild. Im Vergleich beider Plakate wird also sehr deutlich, es gibt 1918 ganz unterschiedliche Frauenbilder und Frauen haben ganz unterschiedliche Gründe, ihr neu gewonnenes Frauenwahlrecht in Anspruch zu nehmen. Doch wie entscheiden sie sich? Es stellt sich heraus, dass Frauen nicht selten konservativ wählen, also das Zentrum, die DVP oder die DNVP, bürgerliche und rechte Parteien, die das Frauenwahlrecht ursprünglich ablehnen, sich dann aber doch darauf einlassen und sogar eigene Kandidatinnen aufstellen. Wie muss für dich heute ein Wahlplakat aussehen, damit es dich anspricht?